Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Heute geht es weiter und wir haben, wie in den letzten Folgen, auch wieder einiges zu tun. Wir müssen als erstes mal hier um die Kurve rumkommen und dann werde ich jetzt mal schnell zum Feld 11, meine ich, fahren. Da ein bisschen dreschen und gucken wir mal, was heute noch so passiert. Ich muss auch mal mit Herrn Peters noch reden, weil ich glaube, wir sollten uns mal eine neue Sämaschine anschaffen. Unsere Sämaschine ist nämlich im Moment so dermaßen klein, da ist man ewig unterwegs. So, da kommen wir rum, super. Da ist man ewig unterwegs und wir haben jetzt mittlerweile so viel Feldfläche hier schon. Also unser Hof ist jetzt wirklich rasant gewachsen. Das wird mir auch gerade erst bewusst, wenn ich so drüber rede. Ja, Herr van der Linde ist hier noch zugange, hat hier schon einiges an Equipment aufgestellt. Ich glaube, der hat da auch, wenn ich es richtig gesehen habe, können wir mal kurz gucken. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat der da auch schon viel Kleinholz hergestellt. Macht aber offenbar im Moment eine Frühstückspause. Jo, also der erste Baum ist schon mal gewichen. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee hier, das alles mal ein bisschen zu lichten. Ich meine, das sieht zwar schön aus, wenn man die Bäume da hat, aber so richtig sinnvoll war es jetzt nicht. Und wir haben ja hier, wie gesagt, noch so dieses kleine Wäldchen, wo wir dann später vielleicht auch unsere Bienenvölker ansiedeln können. Den Hund habe ich natürlich auch noch im Hinterkopf, aber vielleicht vertagen wir die Entscheidung da mal. Und jetzt muss ich mir mal hier durchs Wäldchen kämpfen. Oh, nicht, dass ich hier wieder irgendwas kaputt mache. Fahre ich doch lieber so und dann hier lang. Alles klar. Und dann sind wir gleich wieder auf dem Feld 11. Und können dann ein bisschen weitermachen auf dem Feld. Und uns später um die anderen Dinge kümmern. So, da vorne steht der Drescher. Müssen wir gleich mal gucken, wo Herr Grünwald hier ist. Denn es wäre gut, wenn der dann das Abfahren übernehmen würde. Ach ja, und einen Kuhstall haben wir mittlerweile auch. Die Bauarbeiten dazu sind abgeschlossen. Der steht auch, können wir uns auch nachher mal angucken. Da müssen wir uns jetzt noch so ein bisschen damit befassen, wie es hier weitergehen soll, was wir jetzt beachten müssen für die Kühe und so weiter und so fort. Und natürlich müssen wir auch noch das Futter dazu passend haben. Ah, Herr Grünwald, vielleicht ist er noch hier in dem Drescher drin. Mal kurz gucken. Also wir müssen erst das Futter haben und dann werden wir die Kühe kaufen. Ich weiß gar nicht, wo kauft man eigentlich solche Kühe? Kauft man die hier bei dem Händler vor Ort oder geht man da zu irgendwelchen Versteigerungen? Muss ich mal gucken. Herr Grünwald. Herr Meier. Ich würde sagen, Sie haben bestimmt schon Drehwurm hier bei dem Drescher. Ich würde sagen, wir tauschen einmal. Ja. Wenn Sie wollen, fahren Sie mal ab. Ansonsten können Sie sich auch schon den anderen Johnny nehmen und ein bisschen grubbern auf dem anderen Feld. Ja, und ich werde nachher nochmal mit Herrn Peters sprechen, aber ich würde sagen, ich starte jetzt hier erstmal die Maschinen und ich dresche ein bisschen. Gut, viel Spaß dabei. Bis dann, Ihnen auch viel Spaß. Dann würde ich sagen, laden wir einmal kurz über den ganzen Hafer und dann haben wir ja auch wieder frischen Hafer für die Pferdewirtin, ne? Den können wir dann auch da wieder vorbeibringen. Die ist da ja immer ganz dankbar. Dann würde ich doch sagen, wenn das hier leer ist, starten wir unsere Tour. Können schon mal hier wieder senken und anmachen. Ein bisschen losfahren. Und ja, dann machen wir hier noch ein Vorgewende, würde ich sagen. Und dann fahren wir hin und her. Aber, wie ich ja gelernt habe, beim Wenden immer schön das Schneidwerk ausmachen. Ja, machen wir mal kurz so. Okay, leer sind wir. Okay, gut, dann geht's weiter. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier mit dem Bürgermeister passiert. Ich hab ja keine Ahnung, ich habe mich da jetzt so ein bisschen ausgeklingt und auch in dem Dorf scheint das kein großes Thema mehr zu sein. Es möchte ja auch niemand drüber reden. Aber ich glaube, die Kriminalpolizei, die ermittelt nach wie vor. Und das ist natürlich die große Frage, was wird sie rausbekommen? Wird man das irgendwo lesen? Wird man das irgendwo hören, was da passiert? Wie die Ermittlungen vorangehen und was dann der Grund für das Verschwinden ist? Vielleicht, es wäre natürlich witzig, wenn vor der Bürgermeisterwahl, die ja jetzt bald ist, der alte Bürgermeister wieder auftauchen würde. Aber ob das passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da auch starke Zweifel dran. Was mit dem passiert ist, wir werden es noch sehen und ich bin auch mal gespannt auf weitere Aktionen, denn ich habe mal einen Blick in den Kalender hier geworfen und habe gesehen, hier sind noch einige Veranstaltungen für die nächsten Wochen geplant und da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Bin ich mal gespannt, ob euch das Spaß machen wird. Mir glaube ich auf jeden Fall und vor allen Dingen ist das auch nochmal eine gute Möglichkeit, um uns zu präsentieren.
Wer ist eigentlich der Herr da? Der ist mir eben schon aufgefallen, dass hier jemand mit dem Auto hier lang gefahren ist. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht irgendwie jemand, der mal wieder hier die Regelung missachtet hat. Dass der Weg eigentlich nur für Land- und Forstbetriebe freigegeben ist. Aber ich glaube, der Herr will irgendwas von uns. Ich glaube, ich stopp mal kurz unsere Maschine. Herr Grünwald. Herr Meier. Wissen Sie, wie der Herr da ist, da vorne? Nee, das weiß ich leider wirklich nicht, wer das ist. Aber gesehen habe ich den auch schon. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, dass er irgendwas von uns will, aber... Ich glaube, der winkt Sie auch her. Gehen Sie mal hin. Guten Tag. Ja, hallo. Warten Sie auf irgendjemanden oder wollen Sie irgendwas wissen? Oder wir waren gerade etwas irritiert, dass Sie hier an dem Feldrand stehen. Ich hoffe, ich habe gefunden, was ich suche. Also sind Sie der Inhaber vom Meierhof, an dem ich vorbeigekommen bin? Richtig. Ich wollte Ihnen eigentlich einen Besuch auf Ihrem Hof abstatten, aber jetzt nutze ich... Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben im Moment Erntesaison, deswegen sind wir im Moment viel auf dem Feld unterwegs. Ja, das habe ich gesehen. Deswegen nutze ich die Gunst der Stunde. Und wem habe ich denn die Ehre? Ich wollte mich vorstellen. Mein Name ist Jan-Gerd Perstacker. Und ich kandidiere für das Bürgermeisteramt hier. Okay. Ach, dann sind Sie schon der Dritte im Bunde. Ich hatte schon mit zwei Kandidaten hier gesprochen. Die hatten auch schon ganz gute Pläne. Und Sie? Ja, ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Und ja, vielleicht kann man was staatlich mit dem LU vereinbaren. Vielleicht kann man die privaten Farmer ein bisschen fördern, wenn sie was füreinander tun, weil... Teamarbeit wird ja in der Landwirtschaft sowieso groß geschrieben. Ist hier aber zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig. Ja? Also ich habe hier einen großen Konkurrenten und der mit dem zusammenzuarbeiten, ich weiß nicht. Herr Grünwald, wenn Sie wollen, fahren Sie schon mal mit dem Drescher weiter, dass es hier nicht so lange stehen bleiben. Okay, alles klar. Wir müssen nämlich ein bisschen Attacke hier, ne? Wir müssen ein bisschen Gas geben. Kein Problem, verstehe ich. Aber okay, also das wäre schon mal Punkt 1. Was bieten Sie denn noch so für Landwirte? Ja, Tierhaltung würde ich gerne fördern und die Region hier als Mitlieferant für Milch und sowas vergrößern. Erneuerbare Energien, Umweltschutz, das sind auch Dinge, die immer groß geschrieben werden in der heutigen Zeit, genauso wie Biolandwirtschaft. Aber ich finde auch die Landschaft hier super und würde gern... das Ganze hier für Urlauber attraktiver machen, in Form von vielleicht Ferienhäusern. Ferienhäuser, okay. Ja, also da, ich habe ja auch jetzt letztens erst eins gebaut, aber das ist ja ganz interessant. Also das, okay. Wenn Sie wollen, können Sie auch mal mitkommen. Ja, ich folge Ihnen. Als angehender Bürgermeister sind Sie ja sicherlich auch an den Bauten hier interessiert. Der ist jetzt ganz, ganz frisch erst dahin gebaut worden. Lange Bauarbeiten, ewig lang gebaut worden. Und daneben habe ich jetzt auch frisch ein Heu- bzw. Strohlager gebaut. Hier, das sind jetzt auch alles meine frisch erworbenen Ländereien. Aber Sie merken schon an den ganzen frisch gekauften Dingen, dass ich sehr viel Geld in den letzten Wochen und Monaten ausgegeben habe. Ah, hier ist sogar ein Schild platziert worden. Und ja, das ist jetzt hier unser Viehbetrieb. Der ist im Moment natürlich noch leer, aber den möchte ich füllen. Und da das jetzt alles so teuer war, hoffe ich natürlich auf Förderung in irgendeiner Form. Was könnten Sie da vielleicht als angehender Bürgermeister einem bieten? Also, wie Sie schon sagen, Gebäude sind in der Anschaffung immer sehr teuer. Genauso die Bauten, die Baugenehmigung, das ist Lauferei, das ist Herumschlagerei mit Papieren und sowas. Ich würde mal schauen, inwiefern man vielleicht die ein oder andere Sache vereinfachen könnte. Und natürlich kann man das Ganze subventionieren und vielleicht auch von dem ein oder anderen kommunalen Topf was dabei geben, um das Ganze hier vielleicht ein bisschen was voranzubringen, vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Biolandschaft geht. Also das wollen Sie auch dann konkret fördern. Das klingt ja alles schon ganz gut. Das gefällt mir auch ganz gut. Jetzt bin ich natürlich auch immer ein bisschen daran interessiert, dass man auch hier so Veranstaltungen hat, hier ein bisschen das Dorfleben fördert und so weiter und so fort. Gibt es da bei Ihnen auch schon konkrete Vorstellungen? Also ich selbst habe da sicherlich auch Ideen, aber mich würde mal interessieren, was Sie so für Ideen da mitbringen.
Ist mir nämlich auch ein großes Anliegen, dass so die Dorfgemeinschaft hier so ein bisschen gestärkt wird und dass hier immer mal Volksfeste stattfinden oder irgendwelche Sachen, die eben das, die Stadt in einem neuen Glanz erscheinen lassen. Also Sie kennen das sicherlich auch aus anderen Städten, da wird dann schon mal so ein Oldtimer-Treffen veranstaltet oder so. Vielleicht haben Sie da ja auch irgendwie was im Sinn. Ja, also für Feierlichkeiten bin ich immer zu haben. sind wir alle. Ja, also wie ich eben schon sagte, Landwirtschaft ist Teamarbeit und das sollte man fördern und mit dem geselligen Miteinander kann man das immer gut fördern. Und ja, ich würde mir da schon versuchen, was zu überlegen. Was konkret ist, da will ich auch ehrlich sein, habe ich jetzt nicht, da ich ja auch mit dem Wahlkampf beschäftigt bin und sowas. Aber ja, ich merke schon, Sie sind schon richtig drin, ne? Also Herr, ich meine den anderen Bürgermeister. Der oder den anderen Kandidaten, der war noch nicht so im Wahlkampfmodus, der war noch so ein bisschen mit seinen Bienen beschäftigt, machte auf mich aber auch einen sehr sympathischen Eindruck. Ich merke, Sie sind schon voll drin. Darf ich fragen, was machen Sie denn außerhalb der Zeit, also wenn Sie jetzt nicht Bürgermeister werden sollten? Ich habe gesehen, Sie fahren eine ganz schicke Karre, ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich von mir, aber was machen Sie, wenn Sie nicht Bürgermeister sind? Also ich komme nicht gebürtig hier aus der Ecke. Ich komme gebürtig aus Aachen und bin dann, ich war Firmeninhaber für eine große Stahlfirma, aber ja, ich bin dann in die Politik geraten, würde ich sagen, und das macht mir Spaß und da habe ich meine Berufung drin gefunden und über die Zeit. Das heißt, Sie haben schon Erfahrung dann auch da drin. Ja, würde ich sagen. Also wenn man als Bürgermeister kandidiert, sollte man das haben. Ja, ich bin mal gespannt. Ich wünsche Ihnen Glück für die Wahl und bin mal gespannt, wer dann am Ende das Rennen machen wird. Und wenn Sie irgendwann mal hier irgendwie Bio-Erzeugnisse kaufen wollen oder sowas, kommen Sie gerne auf dem Hof vorbei. Wir haben Bio-Eier, wir haben Bio-Getreide und auch noch andere Dinge. Also kommen Sie gerne mal vorbei. Gerne, merke ich mir und frohes Schaffen auch, ne? Danke, das kann ich gebrauchen. Ich muss jetzt auch wieder zurück, aber ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und wie gesagt, toi 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 für die Wahl, ne? Jo, danke schön. Ich gehe noch eben mein Auto holen. Ja, genau, da müssen wir auch mal hier quer übers Feld, ne? Okay, das ist jetzt also der dritte Mitbewerber. Müssen wir mal gucken, ob sich da noch irgendjemand vorstellt. Aber es ist ja sympathisch, dass die alle hier auf dem Hof vorbeikommen und sich mal erkundigen nach dem Hof und auch so ein bisschen ihre Pläne vorstellen. Herr Grünwald, sollen wir wieder tauschen? Bitteschön, Herr Meier. Okay, danke. Dann mache ich mal ein bisschen weiter. Also ich finde es ganz sympathisch, dass die sich hier alle vorstellen und sich ein bisschen erkundigen, was einem selbst wichtig ist und so weiter. Aber, ich habe ja schon gesagt, die Wahl, die wird nicht nur in unseren Händen liegen, sondern das wird die ganze Stadt hier entscheiden. Das werdet ihr entscheiden. Und ich bin mal gespannt, wer am Ende dann tatsächlich die Wahl für sich entscheiden wird und was es dann am Ende auch für Dinge geben wird. Und wie gesagt, vielleicht taucht ja auch nochmal der alte Bürgermeister auf. So, dann machen wir nochmal ein bisschen weiter, lassen den gleich abtanken und dann muss ich auch nochmal mit Herrn Peter sprechen. Also, wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Ich würde sagen, wir fahren nochmal schnell ein paar Bahnen und dann geht's weiter.
Okay, die Ernte ist damit erstmal abgeschlossen, jedenfalls das, was wir machen konnten. Ich glaube, wir sind mit allen Feldern fertig, aber da werde ich mich nochmal schnell bei den Mitarbeitern erkundigen. Herr Grünwald. Herr Meier. Sind wir soweit durch? Nein, theoretisch sind wir jetzt soweit durch. Wir müssen. Also das Maisfeld macht das Lohnunternehmen. Und wir haben noch das Sonnenblumenfeld. Ah, wir haben noch das Sonnenblumenfeld. Das dazu brauchen wir einen anderen. Richtig. Aufsatz. Richtig. Gut, also das müssen wir noch machen. Das Maisfeld wird gemacht und ja. Die Wiese können wir erst bearbeiten, wenn hier die Dinge geliefert wurden. Genau. Ich würde vorschlagen, ich lasse den hier einmal schnell stehen, den Ich räume das Drescher. Alles weg. Mach den aber kurz mal aus hier. So, und dann werde ich nochmal schnell hier kurz zu Herrn Peters rüberflitzen. Ich hoffe, der hat noch offen. Ja. Oder der ist gerade da. Und dann will ich mich mal kurz nach dem Stand der Dinge erkundigen, weil wir das Mähwerk ja jetzt langsam brauchen könnten. Ich flitz mal schnell rüber und werde Ihnen dann danach Bescheid geben. Ja, ist in Ordnung, okay? Herr Meier. Nehmen Sie den Güldner mit bis zum Hof und ich... Könnte ich auch machen. Ja, könnte ich auch machen. Und ich nehme den... Dann fahre ich doch... Ja, ich fahre beim Händler vorbei und dann lade ich später ab. Alles klar, machen wir so. Getankt werden müsste der Güldner übrigens mal. Oh. Da müssten wir... Oh nee, schon wieder Geld ausgeben. Ach, ich kenne doch die Reserve. Damit kommen wir noch gut durch. Gut, ist in Ordnung. Ja, vermutlich kommen wir damit nicht mehr weit. Und dann sind wir hier bei Herrn Meier. Um uns die ganze Odyssee hier mal zu sparen, würde ich sagen, parke ich mal schnell hier. Ich hoffe, eine Parkordnung gibt es hier, glaube ich, sowieso nicht. Und dann reden wir mal kurz mit Herrn Peters. Wo ist er denn? Repariert er vielleicht da hinten irgendwie was? Ne. Herr Meier! Ach! Laufen Herr Sie Peters, wo waren Sie denn? Ich war hier in der Werkstatt hier, da drin, ne? Ach so, okay. Ah. Was soll ich denn tun? Ich wollte mich mal, ich hatte ja auf der Messe ein paar Geräte bestellt und die sollten dann über Sie geliefert werden. Okay, ich wollte mal fragen, wie der Stand der Dinge da ist, ob man da schon irgendwie was sagen kann. Also ich hatte mal einen Anruf gekriegt, das war, wann war denn das? Vorgestern, glaube ich. Da hatte ich mal einen Anruf gekriegt hier von dem Herrn, ach, von der Firma hier. Hieß er dann noch gleich. Ich weiß, was Sie meinen. Auf alle Fälle wollte der sich nochmal melden. Okay. Heute glaube ich. Okay, also das heißt, Sie wissen jetzt noch nicht, wann das geliefert wird. Nee, aber ich denke mal, also er klang so, als ob es in der nächsten Woche kommt, also bald kommt. Okay, also wenn Sie nochmal mit ihm sprechen sollten, machen Sie da ruhig nochmal ein bisschen Druck, denn wir bräuchten das jetzt langsam, damit wir die Wiese fertig machen können. Ja, das verstehe ich. Ja, und ansonsten würde ich gerne nochmal kurz mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Und zwar bräuchte ich eine größere Sämaschine. Ja. Ich habe im Moment die relativ kleine Sämaschine und ich wollte Ihnen einfach mal, ich wollte Sie einfach mal fragen, was man da noch so machen könnte, ob Sie da eine größere haben und ob ich die alte in Zahlung geben kann. Denn die bräuchte ich dann ja nicht mehr. Ja. Oh, was ist das denn? Was? Sieht aus wie Herr Hahn von der Kripo, der hatte doch so ein Auto, oder? Aber weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, was der will hier. Keine Ahnung. Wir haben da hinten eine Drillmaschine stehen, eine 6 Meter, habe ich das zufällig stehen. Eine also Drillmaschine? Eine denn? Von mir. Wer denn jetzt hier? Weiß ich auch nicht. Klang nicht so, als ob er von mir irgendwas wollte. Ja. Aber vielleicht will er irgendwas wissen oder so. Das hier ist eine 6 Meter Drillmaschine. Die wird über Computer ganz gesteuert, also über ihren Trackercomputer. Die hat hier zum Beispiel so eine WLAN-Box, sehen Sie das? Mhm. Gelbe Ding hier oben. Ja, 6 Meter breit, hat direkt eine Schallmenge. Damit können sie, glaube ich, 15 bis 18 km gut fahren. Okay. Das schaffen ja ein paar Hektar mit. Die sieht aber schon gebraucht aus hier, ne? Ja, die hatte ich einmal zur Vorführung gehabt. Ah, okay. Ich preise mich so bei, bei 75.000 Euro ungefähr. 75.000 Euro wollen sie dafür haben. Ja, liegt die preislich, ne? Jetzt hatte ich ja selbst auch noch eine. Ja, also es war eine alte kleine, genau. Aber die ist, glaube ich, schon sehr, sehr alt. Also weiß ich nicht, ob sie da noch würden so viel... Würden sie denn nehmen? Also kann man da noch irgendwie was dann... Kann mir die gerne preismäßig mal angucken, erwarten? Dann würde ich doch vorschlagen, gucken Sie sich die mal an und dann verrechnen wir das mal miteinander und dann gucken wir mal, wo wir dann landen. Also so... Haben Sie... 60, 65 waren eigentlich so meine Schmerzgrenze. Ja, dann müssen wir gucken. Haben Sie in einer halben Stunde Zeit?
Ja, also kommen Sie gern jederzeit auf dem Hof vorbei. Wir sind fast fertig mit dem Na, Ernten, gut, von eine halbe daher. Stunde würde ich dann einmal vorbeikommen. Ja, okay. Machen Sie das. Ich weiß nicht, wollte der jetzt zu Ihnen oder wollte Ich weiß es nicht, irgendwie. der zu uns? Herr Peters, schließen Sie bitte alles ab. Sie sind vorläufig festgenommen.